Das Autoplay und das automatische Starten von Videos bei Facebook ausschalten, so funktioniert's. Oft starten Videos in der mobilen App von Facebook automatisch, weil wir es eben nicht ausgeschaltet haben. Dabei sollte man das durchaus tun und es hat gute Gründe, warum man dieses Ausschalten machen soll. Nicht nur, weil es möglicherweise Daten spart in der mobilen Verbindung, wenn man unterwegs ist und vielleicht einen begrenzten Vertrag, sondern auch, weil die Videos, die angezeigt werden, nicht unbedingt immer die coolsten Videos sind. Im Moment zum Beispiel sind sehr kritische Videos unterwegs und wenn die automatisch starten, dann sehen wir sie halt auch in der Regel sofort. Das kann gerade bei etwas jüngeren oder sensiblen Menschen bei vielen Themen zu Verwirrung führen. Deswegen bitte ausschalten. Mein Tipp, macht es so. Ich zeige jetzt, wie es funktioniert bei Facebook. Dafür einfach in die App wechseln. Wir sind hier in der Facebook-App unter dem Reiter Einstellungen. Wir haben hier den Hauptbutton und in die Einstellung können wir einfach wechseln, indem wir das Hamburger-Menü unten rechts bedienen, hier zumindest auf dem iPhone und die drei Striche bedienen. Wenn wir jetzt ein wenig runterscrollen, kommen wir zu dem eigentlichen Einstellungsbereich Einstellungen und Privatsphäre, klicken das mal einmal an und bekommen dann nochmal die Möglichkeit, hier auf Einstellungen zu klicken. Hier in diesem Bereich haben wir die sogenannten Kontoeinstellungen und alle anderen Dienste ebenfalls. Ziemlich weit unten gibt es einen Bereich, der heißt Medien. Da ist er, Medien und Kontakte und dort den Bereich Videos und Fotos. Und ihr seht hier schon, hier gibt es ein paar Dinge, die angetriggert werden können. Also sollte man die automatische Wiedergabe aktiviert haben, dann ist es vielleicht auch sinnvoll, wenn man das Ganze mit Ton macht, vielleicht aber auch nicht. Deswegen, ich habe den Ton ausgeschaltet und hier habe ich einmal die Möglichkeit, das automatische Starten, das Autoplay zu unterbinden. Derzeit ist hier die Einstellung bei mobilen Daten- und WLAN-Verbindungen, sollen die Videos automatisch gestartet werden. Das habe ich extra vorher so eingerichtet, damit man sehen kann, dass der Wechsel relativ einfach ist. Nur bei WLAN-Verbindungen für diejenigen, die Datennutzungsverträge eingeschränkt nutzen wollen und hier meine Empfehlung, Videos nie automatisch abspielen. Denn dann muss von mir aus die Call to Action, die Handlung erfolgen. Ich muss einfach draufklicken, damit das Video anfängt zu starten. Nicht nur bei kritischen Videos ein Ding, sondern tatsächlich auch so, weil ich möchte vielleicht gar nicht jedes Mal, dass dieses Video automatisch startet, also schaltet es aus. Selbstverständlich geht das bei anderen Diensten auch. Bei TikTok kann man es ausschalten, bei Twitter ebenfalls. Zeige ich vielleicht mal in einem der nächsten Videos.